Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge New Star Manager hier bei Heisenberg zockt. Oha, mal was Neues. Negative Spielertweets können sich auf seine Beziehungen zu Vorstand, Fans und Sponsoren auswirken. Ja, dann schreibt mal keine negativen Tweets, liebe Spieler. Sonst spielt er nicht mehr, dann seid ihr Ersatzspieler. Dies als kleine Drohung am Rande. So, wir machen mal weiter. Wir sind Tabellenführer, wenn wir es immer noch sind, und das sind wir wahrscheinlich. Wir haben hier Post, der braucht immer noch Zeit. Und hier haben wir, ich kann das ist als real heiße große Dinge erreicht. Das ist schön, wenn wir das wissen und zu hören bekommen, weil das ist positiv, dass wir dann keinen negativen Einfluss haben. In den Kommentaren stand, wir brauchen noch einen zentralen Verteidiger. Das könnte sogar sein. Wobei, wir haben hier Verteidigung zentral. Schaut mal, nee, wir haben eigentlich genug. VLZ Weintraub, VLRZ Weiß. Das sind die Positionen, die sie wollen. Der könnte wahrscheinlich sogar hier spielen. Und der Verdin VZ hier auch relativ gut unterwegs. Ja, das kann man, glaube ich, so lassen. Ich denke eher, dass wir irgendwann hier im zentralen Mittelfeld nochmal zuschlagen sollten. Weil hier mit 29 der Herr Witt, also mit der Stärke 29, der ist wahrscheinlich doch noch irgendwie ausbaufähig. Verträge hätten wir hier. Da warten wir auch mal noch ein bisschen. Wir hätten schon das Spiel vor uns. Das geht ja zügig. Info gegen Würzburg. Okay, zu Hause. Ja, sollen wir? Ich würde sagen, ja, klar. Was hält uns davon ab? Wir haben 13.000. Ich würde jetzt tatsächlich mal vielleicht nicht mal gleich wieder in die Infrastruktur investieren, sondern ein bisschen Geld sparen, damit wir hier vielleicht tatsächlich bei einem Mittelfeldspieler noch zuschlagen können. So, wir starten das Spiel. Habt ihr die Haare von O. Herzog gesehen? Nein, nicht direkt. Fortfahren. Nochmal Assistentenvorschlag. Dann wird wahrscheinlich nochmal gemischelt. Och, sind die alle fit hier? Sag mal, seid ihr irgendwie in einem Trainingslager gewesen und ich weiß das nicht? Ist ja ganz interessant. Was haben wir hier an Reserven? Oh, der Huber. Nee, das geht dann aber doch nicht. Den Herrn Huber hätte ich gerne hier dabei. Wen können wir opfern? Wenn wir hier gucken. Ja, ich weiß schon wen. Den Herrn Destin. So, raus mit dir, auch wenn du fit bist. Du stehst immer im Abseits. Der hat den gleichen Stärkewert wie der Huber. Aber irgendwie ist mir der Huber sympathischer. Der macht erstens mehr Tore und zweitens steht er nicht die ganze Zeit im Abseits her wie der Kollege Destin. Das ist ja wirklich was. Der da mal geboten hat, die mal ein Spiel? Nein. Wollen wir nicht. Und den Huber, den nehme ich sicher noch rein, würde ich sagen. Ja, wir spielen mal so, wie wir es jetzt hier haben. Okay. Auf geht's. Real Heiße gegen Würzburg. Wir lassen es krachen. Wir bleiben hier immer, wie wir es haben, zu Beginn, wo wir sind. Oh, Imhoff köpft ihn von der Linie weg. Das klingt nicht allzu gut, aber jetzt haben wir die Kugel. Jetzt machen wir mal was. Das ist doch eigentlich eine Kontermöglichkeit. Sehe ich das richtig? Los, zieh! Zieh! Jawohl, er ist schneller. Ab Richtung Tor und... Ja, das war zu wenig. Ja, das war mir klar. Wir hätten noch ein bisschen näher rangesaut. Oh, und jetzt ein Lupfer. Kann man hier einen Lupfer machen? Ich glaube nicht. Ich wüsste nicht wie. Ich teste das mal einen Moment. Wenn ich hier einfach schieße und dann unten in die Kugel reinhaue. Nee, das war eben nicht unten. Oh, also ein Lupfer war es. Also da kann keiner was sagen. Ah, wieder zu spät geklickt. Okay, den Lupfer habe ich geschafft. Aber das Problem war, das war nicht ein Lupfer. Das war einfach ein hoher Schuss. Da bräuchte man noch ein bisschen Drall. So, wir haben nochmal eine Chance vor der Pause. Mal gucken, ob wir da nicht was hinkriegen. Das vorher wäre eigentlich eine gute Position gewesen. Oh, aber auch das hier sieht eigentlich gut aus, wenn der nicht im Abseits ist. Oh, sehr schön. Ja, und es war kein Abseits. So, und jetzt aber ein bisschen länger drauf zurennen. Und scharf. Zack, und Klingeling. 1:0 für Real Heisi durch ein Jahr. Das war dann doch ein Konter, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, warum wir kontern gegen Würzburg, aber ja, Hauptsache die Kugel ist, wo sie hingehört, nämlich im gegnerischen Tor. Ist der abseits? Kann sein. Ich würde mal sagen, wir machen es mal so. Aha, dann nimmt er eh den Ball und ist nicht im Abseits. Dann machen wir das mal so. Aha, das war, glaube ich, ein bisschen zu. Oh, und doch, hat geklappt. Und jetzt ein Schuss in die nahe Torecke. Scharf. Oh, den hat er. Und jetzt den Lupfer. Sind wir schon wieder beim Lupfer. Moment, wenn wir den darüber hauen und halt nicht ganz so scharf. Ja, der ist... Oh, der ist schon wieder über die Kiste rüber. Machen wir den Neuversuch. Ganz einfach deswegen, damit wir den wirklich nutzen können. Ich brauche nicht die XP. Ich brauche
Den Neuversuch. Oh. Ja, mal gucken. Detmold. Ach, der ist übrigens anscheinend von Werder Bremen. Habe ich gelesen in den Kommentaren. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, dass der von Lotte sein soll. Aber tja, wie auch immer, ist egal. Er ist jetzt bei uns. Spiel den mal hier hin. Ja, das hat schon mal geklappt. Jetzt vielleicht noch ein, zwei Meter laufen. Ja, jetzt sind wir wieder zu nah vom Torwart. Ja, das war, ach, das war ja sowas von klar. Zu nah ran darf man aber nicht, weil dann kommt man sozusagen nicht mehr wirklich vernünftig zum Abschluss. Ein Freistoß. Den nehmen wir natürlich. Wir wechseln mal die Seite. Da kann er dann plötzlich scharf. So, wir spielen mal diesen hier. Jetzt vielleicht eine Flanke, macht das Sinn? Ja, eher weniger. Ein paar Meter laufen. Das. Oh, was für eine Grätsche, Kollege. Come on, das war ja wirklich schon wieder einmal mehr Körperverletzung. Diese Freistöße. Oh, guck mal, der ist ganz nervös hier, der Kollege. Ich würde ja gerne mal schießen. Wie müssten wir das machen? Im Prinzip ist das eine relativ schlechte Position. Man müsste hier so außen rum. Und da ich den Drall nicht hinkriege, der funktioniert irgendwie einfach nicht, wird es wahrscheinlich schwierig. Wir können ja mal gucken. Moment. Mal drehen. Wenn ich den hier nicht allzu scharf schieße. Und dann eben tatsächlich eher ein bisschen hoch und mit Drall so. Ich gehe mal noch weiter runter. Was passiert jetzt? Ui, Wiederholung. Das war ja genau, was ich wollte. Das geht ja doch. Guckt euch das mal an. Rübergelupft. Okay, man kann auch sagen, der Torwart ist natürlich eine Pflaume. Den muss er halten. Der kommt genau aufs Tor. Wir gucken nochmal. Ja, unhaltbar. Sowas von präzis. Ein kleiner Zinedine Zidane hier, der Kollege. Okay, jetzt haben wir es aber gesehen. Wer war es denn? McNiven? McNiven? Okay, was für ein McNiven? Ach, er hier. Ja, das ist aber klassisch. Dass der Mann im Mittelfeld eine gute Technik besitzt und dann eben entsprechend solche Tore schießt. Ich glaube, das war mit eines der schönsten Tore, das wir bis jetzt geschossen haben. Gut, wie sieht's denn aus mit unseren Jungs? Die sind hier teilweise doch ein bisschen wieder angeschlagen. Ich würde sie mal drin lassen. Und mal gucken, was haben wir denn an Energie? Aha, gar nichts. Eine Ansprache, die würde ich mir gerne aufheben. Wir brauchen nicht eine Ansprache, wenn wir 2-0 führen. Wir lassen das mal, wie es ist, und werden dann gegebenenfalls nachher wechseln. Ich werde jetzt hier aber um eine Stufe runtergehen und gucken, was passiert. Wir werden wahrscheinlich wieder kaum mehr eine Chance haben. Oh, hat jemand was gesehen? Gelbe Karte der Cunha. Ja, wir sollen auswechseln. Okay, dann wechseln wir. Und zwar, ich würde sagen, den Herrn Detmold nehmen wir raus und bringen dafür den doch auch eher müden Herrn Huber, aber der ist immer für ein Tor gut. Hier im zentralen Mittelfeld hätten wir noch den Kossmann. Der könnte eigentlich den Herrn Witt ersetzen. Die sind nicht weit auseinander. Jawohl, beibehalten. Und weiter geht's. Ja, es ist schon, wenn man hier ein bisschen was macht, es ist extrem. Sehr gut. Herzog hat gehalten. Man hat keine Torchance mehr. Vorher hatten wir drei Stück kurz vor der Pause. Oh, jetzt machen sie noch Druck. Ja, ein Tor gönne ich ihnen, aber... Ja, Herzog hat den, ganz klar. Herzog ist halt doch Herzog. Er ist schon okay, der Mann. Wenn er sich nicht rote Karten holt, dann mag ich den. Wir haben im Mittelfeld dominiert. Die Zufriedenheit des Teams insgesamt ist hoch und wir haben hier noch ein paar Erfolge abgeschlossen. Wir haben es nicht geschafft, diverse Chancen zu verwandeln. Nein, das ist nicht richtig. Wir haben in der zweiten Halbzeit keine mehr gehabt. Aber okay, 2-0 ist 2-0. Gewonnen ist gewonnen. Fade Partie, klar, Frau Weber, was sonst? Und wir sind natürlich weiterhin vorn. Oh, und Hansa hat nur unentschieden gespielt. Jetzt haben wir 4 Punkte zwischen uns und dem zweiten Platz. Wow. Das dürfen wir nicht verdatteln. Wehen ist hier ein bisschen näher gekommen. Das sind aber dann zwischen uns und Wehen immer noch 5. Und zwischen Hansa und Wehen, ja, ist es halt ein Punkt. Das braucht uns nicht weiter zu kümmern. Wichtig ist, was hier vorne ist. Tordifferenz ist mittlerweile auch viel besser. Plus 26, da liegen wir auch überall vorn. Ja, sehr schön. Gut. Ja, dass die Presse nicht beeindruckt ist, das interessiert mich nicht. Oh, aber der Vorstand extrem überzeugt. Cool. So, Belohnungen. Machen wir hier, würde ich sagen. Geschwindigkeit. Etwas für Stürmer und für Flügel, würde ich sagen. Oh, ein Ausrufezeichen. F. Schöns Scout-Vertrag gilt nur noch für 10 Spiele. Okay, ich bin vom Scout bis jetzt nicht so überzeugt, aber da können wir trotzdem den Vertrag verlängern.
werden wir machen. Oder wir können ihn mal fragen, ob er verlängern will. Jetzt möchte ich hier beim Team aber zuerst mal gucken, wem geben wir jetzt dieses Tempo. Also eben entweder Flügel oder Sturm. Ich würde sagen, der Detmold ist noch so jung. Der ist gerade mal, nee, der ist 24. Wer ist denn jung von denen? Der Winter. Okay, wir geben Kollege Winter eine Karte. Oder hatten wir nicht? Moment, ich muss schnell gucken. Hier oben Roscher, Sturm links. Huber ist auch schon älter. Der ist erst 17. Joachim Roscher. Und Potenzial 45. Wir müssten den sogar mal spielen lassen. Immerhin ist er jetzt im Team. Er ist nicht hier bei den Reserven. Vielleicht tauscht sich das nochmal durch, wenn ich hier wieder auf automatischen Assistentenvorschlag gehe. Das kann gut sein. Ich würde sagen, wir spendieren diese Tempokarte ihm. So, einfach, damit wir sowas machen wie auf die Jugend setzen, dass der eine Zukunft hat, der Kollege. Gut, jetzt hätten wir hier ja sowieso noch Verträge. Funktioniert das hier eigentlich auch? Der Scout. Aktion, das war hier. Neues Vertragsangebot. 40 Wochen für 4.000. Ja, können wir machen. Machen wir mal. Ach, jetzt haben wir das wieder. Okay. Ah, das bis jetzt ist es einfach. Warum ist als drittes immer die 7? Ich habe zweimal nach oben gedrückt. Wenn ich jetzt nach unten drücke, dann kommt eine höhere Zahl. Nee, Schwein gehabt. Wir haben schon viele unten gehabt. Das müsste eine höhere sein. Jawohl, Schwein gehabt. Haben wir es um 800 drunter gedrückt, was er wollte. Nehmen wir natürlich. Jawohl, gerne. Scout-Büro, okay. Vertrag erneuern? Nein, haben wir gerade. Müssen wir nicht schon wieder. Aber ein Interview hätten wir noch. Frage unter Druck. Wie hoch ist der aktuelle Ticketpreis? 3. Ach, das geht aber noch. Warum sind denn die Fans immer so unzufrieden von wegen? Sei zu teuer. Sollen wir da mal noch raufgehen? Ich habe halt Angst. Was? Herr Heisenberg konnte bei der heutigen Pressekonferenz die einfachste aller Fragen nicht beantworten. Woher sollte der Herr Heisenberg wissen, was wir für einen Eintrittspreis haben? Ich habe andere Sachen zu tun. Ich muss die Spieler beobachten. Ich muss auf die Wiese achten, damit sie nicht müde werden. Ich muss alles Mögliche. Da kann ich doch... Ist doch egal. Okay, dann eben nicht. Was wollte ich jetzt? Genau, schnell gucken. Hier von wegen Eintrittspreis hochdrehen. Wo war das denn schon wieder? Hier war das. Bearbeiten. Nee, das wollte ich nicht bearbeiten. Wobei, Moment. Das ist nicht die Bergarena. Das ist wenn schon. Moment, wie kann ich das ändern? Kann ich das während dem laufenden Dingens nicht machen? Ich kann das leider nicht ändern. Ist ja komisch. Dok. Okay, dann lassen wir's. Ich wollte eigentlich die Eintrittspreise bearbeiten. Nee, das ist falsch. Das ist das Gleiche. Wo mache ich das denn? Ich habe es doch eigentlich schon mal gemacht. Beziehungen? Nein. Wenn ich das jetzt noch wüsste, aber irgendwie... Was möchte ich? Willst du wirklich zusätzliche Mittel vom Vorstand beantragen? Du hältst zwar sofort mehr Geld. Oh, das wusste ich gar nicht. Erhöhst damit aber auch die Summe, die du an deine Anteilsgegner nach jedem Spiel ausbezahlen musst und beschädigst damit sogar möglicherweise deine Beziehung zum Vorstand. Da wäre halt die Frage, wie viel Geld bekommen wir da? Das wusste ich gar nicht, dass wenn man hier draufklickt... Ja, geht nicht. Bei denen geht's nicht. Aber wo lege ich die Eintrittspreise fest? Erlheisi. Nein. Vielleicht hier bei der Wiese irgendwie? Training. Ich glaube nicht, dass das hier war. Nein, irgendwo war es. Ich weiß leider noch nicht mehr wo. Sagen wir mal nochmal. Oh, Stufe 10. Stufe 11 haben wir jetzt. Das hat sich aber gelohnt, dass ich jetzt nochmal hier raufgeklickt habe. Da gibt es nämlich nochmal Karten. Und es ist sowieso... Moment, rasch. Sorry. Ja, nochmal Geschwindigkeit und Energie und Vertrag. Es ist sowieso so, dass ich denke, wir sollten mit den Eintrittspreisen nicht rauf, sonst kommen keine Zuschauer mehr. Gut, nicht Mitarbeiter, sondern Team wollte ich nochmal, weil wir haben nochmal eine Geschwindigkeitskarte und die würde ich jetzt eigentlich gerne... Lohnt sich das, die dem Huber zu geben? Der ist ja doch schon 30 Jahre alt. Ich würde die einen von denen hier geben, dem Jüngeren. Und der Jüngere ist, ja, definitiv der Winter. Der hat sogar ein Potenzial von 54. Den müssen wir eigentlich eben auch fördern. Karten. Geschwindigkeit. Na, come on, komm raus. Dankeschön. Für den Herrn Winter. Ach, der hat das schon.
Wie alt ist Imhof? 27, das ist ein gutes Alter eigentlich, aber der ist ein bisschen jünger. In der Verteidigung bringt es nicht viel. Wenn, dann vielleicht bei den Außenverteidigern. Der Kunja, der ist noch jung. Okay, dann machen wir bei dem Tempo. Oder sollen wir die Karte behalten? Nee, wozu eigentlich? Wir investieren die Karte. Also Geschwindigkeit für der Kunja. Der gefällt mir eigentlich eh relativ gut, der Junge. Energie lassen wir, Behandlung brauchen wir nicht, Einspruch brauchen wir nicht. Und Verträge brauchen wir im Moment auch nicht. Wir wollen spielen. Und wir spielen gegen Erfurt. Okay. Machen wir. Zack. Soll ich hier nochmal kurz? Ich mach nochmal kurz. Da bringt mir jetzt wieder alles durcheinander. Jetzt ist der Huber wieder reingekommen. Weintraub ist hier ein bisschen müde. Wo haben wir den Ersatz für Weintraub? Verteidigung links. Also der Assistent, ich weiß auch nicht. Warum bringt der zwei Verteidiger links? Ach, jetzt ist der hier drin. Okay, dann fehlt uns natürlich tatsächlich einer in der Mitte hier. Wir haben im Prinzip drei Verteidiger. Oder wir haben drei Leute, die links in der Verteidigung spielen können. Einen von denen könnten wir verkaufen. Ja, ich warte mal noch mit Verkaufen. Haben wir jetzt hier aber trotzdem... Jetzt haben wir den Roscher draußen. Der ist halt einfach auch noch ein bisschen zu jung. Mit 17. Aber wenn wir den nicht spielen lassen, verkümmert er uns. Wir müssten den einwerfen. Ja, ich weiß auch schon gegen wen. Okay, Roscher kommt mal noch rein. Damit der wirklich auch mal noch ein paar Spiele bekommt. So. Real Heisi ist ready. Wir starten. Okay. Eh zu Hause. Jetzt habe ich vergessen zu gucken, auf welchem Rang Erfurt ist. Erfurt sieht hier gefährlich aus. Oh, sind die so gut? Hui, über die Latte. Jetzt kommen wir dran. Okay, wir sind gut gedeckt. Aber der hier vorne ist frei. Und wenn du hier in die Gasse startest, kriegst du auch den Ball. Das war knapp. Hat aber gereicht. Ah, das war doch faul. Ich wollte gerade schießen. Hat leider nicht geklappt, wie man gemerkt hat. Ja, ich versuche es mal mit einer hohen Flanke. Zack. Und Kopfball. Jawohl, das klappt. Ich muss nur den Ball jetzt treffen. Hat auch geklappt. Jawohl, Tor, ein Kopfballtor. Ein Kopfballtor in der kürzester Zeit. Ich weiß nicht, wo wir sind. 14. Minute und das Tor war von... Jetzt habe ich es gar nicht gesehen. Jetzt haben wir schon wieder eine Chance. Ich konnte nicht mal gucken, wer getroffen hat. Aber das sehen wir je nachdem nachher natürlich noch. Oh, das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, wenn ich hier in die Gasse spiele. Jawohl. Der ist abseits hier, der Kollege. Der hier hinten käme angebraust. Ich würde sagen, wir laufen mal ein, zwei Meter. Und gucken mal nochmal neu. Ja, da könnte man tatsächlich rüberspielen. Flanke. Dann hat er den. Der kann aber nicht direkt abschließen. Zurücklegen kann er auch nicht, weil der ist von dem gedeckt. Der kann nur hier hinspielen. Ja, das war jetzt ganz interessant. Neuversuch. Das hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Schade. Aber das hier hat schon eigentlich gut funktioniert. Hat dann nur im Endeffekt halt nichts gebracht. Wenn ich dir in die Füße spiele und du dann trippelst, jawohl, dann klappt das. Nochmal ein bisschen laufen und gerne da runterballern. Jawohl, gegen die Laufrichtung des Torwarts. 2:0 für Real Heisi. Sehr, sehr schön. Wir bleiben an der Tabellenspitze. Müssen mit dem Teufel zu gehen. Winter hat getroffen. Und Huber war es vorher. Wer sonst? So, dann können wir hier eigentlich dann auch wieder runter in der zweiten Halbzeit. Und vor allem können wir dann den anderen mal noch einwechseln. Müssen wir hier was tun? Ja, Weintraub sieht nicht gut aus. Ich würde sagen, kann man denn die Position tauschen? Jawohl, dann können wir hier nämlich... Zack, das so machen und dann haben wir den Weintraub draußen. Sehr gut, das hat schon mal geklappt. Die Stürmer lassen wir für den Moment. Da kommt dann aber der Roscher noch rein. Wir müssten halt dem noch eine Karte spendieren. Ja, eine hätten wir noch. Die müssten wir, glaube ich, jetzt sogar spendieren. Kann ich die... Ach, die kann ich dem Ersatzspieler in der Halbzeit nicht geben. Das ist ja eigentlich schade. Das geht tatsächlich nicht. Oder, Moment, geht's jetzt? Nee, das geht nicht. Muss man vor dem Spiel machen. Aber den Roscher bringen wir rein. Einfach, ich würde sagen, halt, keine Ahnung, 65. Minute oder so. Wir gucken auch, wie das Spiel jetzt weiterläuft. Wir gehen hier aber, wie gesagt, runter und lassen laufen. Aha, das gesehen, schon wieder eine gelbe Karte. Kriehuber, der gehört aber nicht uns.
Ich kenne keinen Kriehuber. Das kann nur ein Gegner gewesen sein. Sollen wir den schicken? Ich würde sagen, ja, den schicken wir. Steil anspielen. Hoffen, dass der Torwart drin bleibt. Das tut er auch. Dann können wir hier nämlich laufen. So, und schießen hier in die entfernte Torecke. Jawohl, und 3:0. Sehr gut. Das läuft ja wie geschmiert. Und das, obwohl wir nicht mal die maximale Energie eingestellt haben. Wir sind gut aufgestellt, Boss. Vielleicht lassen wir mal... Ja, eben, das wollte ich eigentlich machen. 57. Minute. Dann würde ich sagen, der Herr Roscher tritt mal an für den Herrn Winter, auch wenn der jetzt getroffen hat. Ist eigentlich auch nett, wenn es ein Heimspiel, dann wird er nochmal beklatscht, wenn er rausgeht. Und dann haben wir noch Detmold, den hätten wir hier noch fürs Mittelfeld, zentral. Wechseln wir auch mal noch, dann haben wir glaube ich, oh jetzt haben wir alle eingesetzt, okay. Lassen wir weiterlaufen, vielleicht trifft ja sogar der Herr Roscher noch, das wäre noch nett. Oh, 3:1, okay. Ich lasse mal noch hier das Ganze so, wenn sie es 3:2 schießen, gehe ich wieder rauf, weil das können wir nicht gebrauchen. Ja, das bleibt am 3:1. Sehr gut. Oh, Erfolg abgeschlossen. Schieße 50 Tore. Haben wir auch geschafft. Freue mich wirklich, heute Star-Spieler zu werden. Der Roscher fühlt sich toll an bei meinem... Ja, jetzt kommen sie alle miteinander. Hoch erfreut. Jetzt los zum Webbüro. Also der Roscher hat sich gefreut, dass er spielen durfte. Das spricht für ihn. Die meisten unserer Schüsse gingen aufs Tor. Eine verblüffende Show von Winter. Deswegen muss er raus, damit er wirklich nochmal einen Applaus bekommt von den Zuschauern. Defensiv waren wir gut aufgestellt. Ja, ich denke auch. Hier Statistiken. Aha, Ballbesitz, Schüsse und so weiter. Haben wir uns so, glaube ich, noch gar nie angesehen. Fortfahren, Real erringt. Ein Sieg gegen Schweiz. Ja, dann ist wieder Erfurt schwach. Wenn es mal nicht ein fades Spiel war. Ist ja egal, wir sind Erster und wir bleiben da. Und Hansa hat verloren. Wow, schaut euch das an. Habe ich beim letzten Mal gesagt, sie hätten verloren. Die haben unentschieden gespielt. Ist aber auch egal. Wow, und auch Wehen hat verloren. Schaut euch das mal an. Jetzt haben wir hier tatsächlich 6 Punkte. Wow. Ja, aber wir dürfen das nicht vergeigen. Ich glaube, gegen Hansa spielen wir eben auch noch. Und wenn wir da einen Unentschieden machen mindestens, dann müssten wir eigentlich durch sein. Weil Wehen, glaube ich nicht, dass die uns noch einholen. Die haben 8 Punkte weniger. Das müsste mit dem Teufel zu und her gehen. Aber eben, es ist Fußball. Man weiß natürlich nie, ob es dann nicht doch noch mit dem Teufel zu und her geht. Kann jederzeit sein. Na, nehmen wir die Therapiekarte. Behandlung, sehr gut. Was anderes habe ich gar nicht erwartet. Meiner Therapiekarte. Ah, jetzt kommen sie alle hier. Der Kollege vom Nachwuchs, der braucht auch einen Vertrag. Okay, werden wir angehen. Mitarbeiter. Nachwuchs. Das war hier. So. Aktion. Vertrag erneuern. Machen wir wieder die 40 Wochen. Das ist gar nicht schlecht. Okay, 4:8. Ja, wir machen es trotzdem, weil wir brauchen den. Das ist ganz klar. So, machen wir hier zu. Jetzt müsste man vielleicht beim Team mal nochmal kurz gucken. Nicht, dass uns irgendeiner dann plötzlich davonrennt, weil er keinen Vertrag mehr hat. Das würde mich dann glatt ärgern. Vertrag. In die andere Richtung. Der Herr Witt. Okay, 29. Dem müsste man eigentlich einen neuen Vertrag anbieten. Da könnte man jetzt aber auch die Karte nehmen. Vertrag. Plus 30, plus 20. Immer mal plus 20 beim Herrn Witt. Okay, er hat 38. Wiedmann brauchen wir nicht zwingend mit seinen neuen. McNeven 22, 22, 25, 26. Die würde ich mal ein Momentchen noch laufen lassen. Auch wenn, wobei der Niven, der ist natürlich schon wichtig. Da machen wir hier nochmal so ein Teil. Ach, solange du dich nicht um bestimmte Punkte gekümmert hast. Was hat er denn für ein Problemchen? Sorgt sich wegen seiner Entwicklung. Kann ich mit dir sprechen? Haben wir eine Karte, um zu reden? Nee, jetzt natürlich nicht. Arg. Kann ich da irgendwie sonst was machen? Besorgt. Okay, mit dem müssten wir dringend reden. Aber eben, da bräuchten wir halt beim besten Willen so eine Karte. Okay, machen wir hier wieder zu. Ja, dann hoffe ich, dass wir bald so eine Karte kriegen. Sonst werden wir ein Problemchen bekommen mit dem wahrscheinlich. Gegen Wehen ist das nächste Spiel. Wir haben aber noch ein Dilemma. Belohnung 2 Karten.
Beziehungsverbesserung zum Sponsor und eine Karte. Ne, ich möchte zwei Karten. In der Hoffnung, dass hier vielleicht so ein Teil dabei ist. Ah, zweimal Energie. Schade, Pech gehabt. Wäre natürlich cool gewesen, wenn wir jetzt noch mit dem hätten reden können, aber wenn es nicht geht, geht's nicht. Okay, ich bin mal gespannt. Stufe 12, wenn wir die dann haben. Hat die Stufe von uns selber irgendwie einen Einfluss auf das, was wir hier machen? Müsste eigentlich schon haben, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich drin ist. Naja, wie auch immer. Wir haben als nächstes wieder ein Spiel und das werden wir uns in der nächsten Folge gönnen, würde ich sagen. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Jo, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier auf der grünen Wiese. Bis dann, tschüss.